Es gibt Leute, wie man von Kant weiß, die müssen überhaupt nicht raus aus Königsberg. Aber generell kann man schon sagen, in den meisten Fällen ist diese fremde Umgebung eine Art Aphrodisiakum für das Kreative. Ich habe im Jahr 2011 einen Gefäßverschluss gehabt und beiden Beinen bin operiert worden. Und das unmittelbar, bevor ich aufgebrochen bin, zu einer Fahrradreise ans Schwarze Meer. Und dann bin ich 2013 doch ans Schwarze Meer gefahren mit dem Fahrrad und habe sowohl geschrieben über meine Krankenhausaufenthalte als auch über diese Reise. Das ist ja zum größten Teil Rumänien gewesen. Wie ich dann gehört habe, dass es in Bukarest dieses Stipendium gibt für Nachwuchskünstler, habe ich mich als 70-jähriger Nachwuchskünstler beworben. Und die Konkurrenz war damals nicht sehr stark und ich habe es bekommen. Und die Idee war eben, diese rumänischen Sounds um mich zu haben, also diese Stimmungen. Bukarest habe ich nicht so gut gekannt, aber die Sprache, die Mentalitäten sind zum großen Teil doch die gleichen. Ich weiß nicht, ob das jeden beflügelt. Ich hab mich natürlich auf eine gewisse Weise wie in meiner Kindheit zu Hause gefühlt. Ich bin ja aufgewachsen in der Nachkriegszeit, wo bei uns ähnliche Zustände geherrscht haben. Dieses zurückgefahrene Leben, das manches Mal, muss man schon sagen, ein bisschen zu sehr zurückgefahren ist, hat mich in einem gewissen Sinn bezaubert. Also ich muss sagen, ich würde sofort wieder gehen. Mir hat es einen Spaß gemacht und es hat mir eine neue Welt gezeigt. Seit ich in Bukarest war, überlege ich mir fast, ob ich mich in Rumänien verlieben soll.